Inmitten des Europarausches des ersten FC Kölns in der Saison 17-18 steht Anfang Februar mal wieder ein typisches Sonntagsspiel für die Domstädter an. Zur Faschingszeit soll es für den Szenehaufen in verschiedenen Kostümen nach Frankfurt gehen. Der Zugfahrermob macht sich gegen Mittag via Schiene auf den Weg nach Hessen. Gegen 15 Uhr passiert die Regionalbahn den Bahnhof Kelsterbach nur wenige Stationen vor dem Frankfurter Waldstadion. Schnell erblicken viele Kölner Augen mehrere vermummte Personen auf dem Bahnsteig, weshalb nun seitens der einfahrenden Gäste die Notbremse im Zug gezogen wird. Darauf werden die Türen prompt geöffnet und den in etwa 50 sportlichen Eintracht-Fans sprinten gut 150 der 400 Kölner entgegen. Schnell ist das Gefecht entschieden, wodurch der Großteil der SGE-Fans die Beine in die Hand nimmt und über die Nebengleise das Weite sucht. So fallen noch einige Heimfans den in Kostümen wie wild herumlaufenden FC-Fans zum Opfer und müssen eine ordentliche Packung einstecken. Nachdem zunächst noch keine Polizei vor Ort ist, hofft der Gästemob, schnell wieder in den Zug steigen zu können, um wieder abzufahren. Doch die nur wenig später herbeieilende Staatsmacht macht den Jungs dabei einen Strich durch die Rechnung, sodass der gesamte Szenehaufen das Spiel verpasst und über 4 Stunden in einer Maßnahme am Bahnhof ausharren muss. Zeitgleich befindet sich die Sektion Stadionverbot der Kölner in Mainz, um dort in einem Irish Pub das Spiel verfolgen zu können. Während des Spiels bekommen diese nochmals einen Besuch von Frankfurter Hools, die die Kölner erneut zum Tanz bitten. Auch bei dieser Auseinandersetzung ist der Freund und Helfer schnell zur Stelle und kann insgesamt 22 Personen vorläufig festnehmen. Zitat: Wilde Horde Köln. Nach einem Unentschieden gegen Augsburg und einer knappen Niederlage gegen Dortmund stand Karneval vor der Tür und somit Frankfurt auswärts auf dem Plan. Am Bahnhof Kelsterbach hatten sich einige Schwarz-Weiße gesammelt, um dort die Kölner Stadionverbotler in Empfang zu nehmen. War aber irgendwie eine Fehlplanung, weshalb sie gegen eine Überzahl an über die Gleise stürmenden Mönchenclowns und Kühen schlussendlich das Weite suchen mussten. Der Zug fuhr natürlich nicht weiter und die Strecke wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die Bullen nahmen die Personalien aller 400 Zuginsassen auf und schickte diese nach einigen Stunden wieder nach Köln. Währenddessen kam es in Mainz zu einem weiteren Tanz zwischen der Kölner Sektion Stadionverbot und Frankfurtern. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.